Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Geschwister im Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich denke mal, wird um diese Uhrzeit kein Mensch online sein. Aber ich wollte kurz ein paar Worte loswerden zu einem Thema, das mich etwas beschäftigt. Und zwar, ich habe des Öfteren in Videos gesagt, dass ich niemandem verzeihe, der behauptet, dass ich vom IS sei, unter der Bedingung, beziehungsweise falls er dies nicht zu Lebzeiten zurücknimmt, ja, und mich um Vergebung bittet und dies zurücknimmt. Und dann kommen dann einige Leute, die sehr oberflächliches Verständnis von der Religion haben und sagen dann, ja, man soll ja verzeihen, man soll die Sünden verzeihen und so weiter und so fort. Erstmal, es ist richtig, dass Allah es liebt, wenn man anderen verzeiht. Aber ich sage ja auch, ich verzeihe. Wenn man Haqq bei mir halal macht. So, wann ist es nicht erwünscht, jemand zu verzeihen? Wenn die Verzeihung dazu führt und dazu ermutigt, die Ungerechtigkeit weiter zu verbreiten, dann ist es nicht erwünscht zu verzeihen. Stell dir vor, jemand vergewaltigt deine Frau und sagt, ach, kein Problem, ich verzeihe dir, vergewaltige es ruhig nochmal. Das heißt, dadurch führe ich nur dazu, dass noch mehr die Ungerechtigkeit verbreitet wird. Und hier in diesem spezifischen Fall muss man sich das mal genau angucken. Warum wurde überhaupt verbreitet, dass wir vom IS sind? Warum? Und von wem wurde das verbreitet? Warum? Der Typ kann sich auch warm anziehen am jüngsten Tag. Ich werde arroganter Pate oder wie er heißt. Am jüngsten Tag werde ich ihm nicht verzeihen. Ganz einfach. So, aber auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen. Hier, um auf den Punkt zurückzukommen. Ich habe das schon mehrmals erwähnt. Warum wurde dieses Gerücht, wir seien vom IS, warum wurde da, um die Dauer zu stoppen, ganz genau, Ahmed. Um die Dauer zu stoppen. Wie wollten sie damit die Dauer stoppen? Genau. Um zu spalten, damit sie die Dauer stoppen. Ja. Aber eher um die Dauer zu stoppen. Wie wollten sie damit die Dauer stoppen? Genau. Und sehen sie davor abschrecken. Wen abschrecken in erster Linie? Den Locken eins an Angst einzujagen, damit sie nicht zu uns kommen. Und aus Neid, ich glaube weniger, eher um von der Dawa abzu. Bruder Abdul, das glaube ich dir. Ihr seid Leute, denen ich das glaube. Genau, um uns zu diffamieren, um die Leute abzuschrecken und um damit dazu zu führen, dass die Muslime uns nicht mehr unterstützen und nicht mehr zu unseren Vorträgen kommen. Denn wenn die Muslime uns nicht unterstützen, nicht zu unseren Vorträgen kommen, uns nicht in den Moscheen einladen, ja, dann leben wir in einem Vakuum und können die Dawa nicht effizient durchführen. Das heißt, es geht darum, auf dem Weg Allahs sozusagen ein Hindernis aufzubauen. Das ist der Punkt. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahim. Sie wollen das Licht Allahs mit ihren Mündern erlöschen. Und ihr wisst ganz genau, wie es damals aussah. Wie viele Menschen den Islam angenommen haben, wie viele Vorträge wir machen konnten. Und das mit diesem IS-Gelaber war ein willkommenes Fressen bzw. ein Köder für den Staat, um uns zu stoppen. So, geht bloß nicht zu, guck mal, ganz bekannt zum Beispiel, sie erzählen, bei der Kundgebung in Frankfurt 2013, danach sind 16 Leute
16 Leute ausgewandert zum IS oder nach Syrien. Okay? Die Kundgebung war ja öffentlich gewesen. Die Rede war öffentlich. Da waren hunderte Polizisten als Ordner. Dann sagt mir doch, was ich dort genau gesagt haben könnte, was die Leute dazu bewegt hat, zum IS zu gehen. Nix. Deswegen gibt es ja auch noch nicht mal eine Anzeige deswegen. Versteht ihr? Und deswegen ist es so, deswegen sage ich verzeihe das niemandem, weil dieses Gesabbel immer noch rund geht. Immer noch rund geht. Und die Leute verbrennen sich ihre Zunge. Und ich werde diesen Leuten nicht vergeben, wenn sie ihre Aussagen nicht öffentlich zurücknehmen. Bruder, red erstmal, gewöhn dir erstmal, guck mal, Leute. Einige Leute müssen sich Benehmen angewöhnen. Ja, lasse dich nicht einschüchtern. Das suggeriert, dass ich mich einschüchtern lasse. Bruder, bevor ich mich einschüchtern lasse, da muss vieles vergehen, bevor ich mich einschüchtern lasse. Das ist eine Beleidigung. Hab keine Angst. Das heißt, ich habe Angst oder was? Bruder, ich glaube, du weißt nicht, mit wem du redest. Subhanallah. Ist eine absolute. Man muss manchmal lernen, sich richtig auszudrücken. Subhanallah. So, auf jeden Fall. Das ist das Ziel dahinter. Und deswegen ist es ganz klar und deutlich nicht erwünscht, hier einfach so zu sagen, ach ja, ich vergebe euch allen, ihr seid alle meine Brüder, weil das böswillig ist. Noch dazu kommt, dass es hier keine Ausrede gibt. Ich habe gegen diese Gruppierung bestimmt 30 explizite Vorträge gemacht mit Quellenangabe von Tafsir, wo diese Gruppe, zum Beispiel Imam al-Barawi gegen den IS, Ibn Kathir gegen den IS, Imam Qurtubi gegen den IS, Imam Nawawi gegen den IS, Imam Shafi gegen den IS, wo ich Aussagen von Großgelehrten der damaligen Zeit nehme, die der Aussage des IS widersprechen. Ja, ganz klar und deutlich. So, das heißt, es gibt keine Ausrede. Ich stehe auf der Todesliste von dieser Gruppe. Ich habe einem von denen die Ohren etwas lang gezogen, metaphorisch gesagt, sodass ich angezeigt worden bin von denen. Im Internet haben sie gegen mich gehetzt, Lügen erzählt. Ja, der ist ein V-Mann, der arbeitet mit dem Staat zusammen, wie zum Beispiel dieser Abu Wala das erzählt hat. Vor seinem Gerichtstermin wurde ganz klar, warum er in den Knast gekommen ist. Ganz klar. Ich war noch nicht mal als Zeuge dort geladen. Ich war noch nicht mal als Zeuge dort geladen. Kam ganz klar raus, warum es eine Razzia bei ihm gab, wo sie behauptet haben, das war wegen mir. Warum er eingesperrt wurde. Warum? Weil er seit Jahren dort einen V-Mann hatte, namens Jem oder wie hieß er noch? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Und ein Anil Ö, der aus Syrien zurückgekehrt ist, der als Kronzeuge gewirkt hat. Und dann ist sogar einer, mit denen er angeklagt war, von den vier, die angeklagt waren, ist sogar vor Gericht eingebrochen, hat ihn auch nochmal beschuldigt. Aber diese bekloppten Geistesgestörten behaupten bis heute, als alles der Björn Vogel schuld. Es ist unglaublich, ist das. Ja, was, sorry, dass ich sage Bekloppte. Aber was soll ich denn dazu sagen? Was soll ich dazu sagen, wenn jemand jahrelang vor Gericht steht, jahrelang vor Gericht steht, was weiß ich, wie viele Zeugen gerufen werden und es nicht ein einziges Mal überhaupt um mich geht und ich bin nachher immer noch der V-Mann. Das ist der Wahnsinn, ist das. Das ist der Punkt. Das heißt, wir haben sogar eine Kundgebung gegen den IS gemacht. Dann wird gesagt, ja, erst nachdem er die Morddrohung bekommen hat vom IS, hat er dagegen geredet. Ja, selbst wenn das so gewesen sein sollte, ist ja okay. Aber es ist eine Lüge. Und das können wir beweisen. Das erste Video, was ich gemacht habe gegen den IS, explizit, war mit Bilal Philips. Das war das erste Video. Und das war im Jahr 2015, lange, es müsste April 2015 gewesen sein. Lange bevor und ich war also im April 2016 auf der Todesliste vom IS. Die andere Sache war gewesen,
dass wir davor schon indirekte Videos gegen diese Gruppierung gemacht haben. Zum Beispiel, darf man im Kriegsfall Kinder töten? Dieses Video wurde damals schon gemacht. Warum habe ich das Video indirekt gemacht? Ich habe das Video indirekt gemacht, weil wir noch nicht genau sagen konnten, wie die Lage dort vor Ort ist und wir niemanden beschuldigen wollten. Wir wollten Taten verurteilen, aber nicht bestimmte Leute oder eine bestimmte Gruppierung, weil ich nur die Informationen der Medien hatte, weil ich vorsichtig damit bin, jemanden zu verurteilen von etwas, was ich nicht weiß, weil ich selber bei mir gemerkt habe, wie oft die Medien etwas erzählen. Und ich kann nicht über Syrien etwas erzählen, nur weil es mir Spaß macht, weil es leicht für mich ist. Ach ja, ist ja toll, dann rede ich jetzt gegen diese Gruppe, weil in Deutschland sind ja alle dagegen, dann rede ich jetzt gegen die, obwohl ich noch gar keine Ahnung davon habe, wie die Lage vor Ort ist. Das ist der Punkt an der ganzen Sache. So, das ist das, was man verstehen muss. So, mit welchem Argument kommen Sie dann? Mit welchem Argument kommen Sie dann? Er hat einen ISIS-Pullover angehabt. Erstmal, diesen Pullover habe ich Ende 2013 angehabt. So, den hat man mir damals gegeben. Ich wusste gar nicht, dass dieses Emblem vom IS benutzt wird. Nummer 1. Nummer 2. Man kann es nachforschen. Dieses Emblem war zur damaligen Zeit noch kein typisches Zeichen des IS und wurde auch von anderen Gruppen getragen. Und dort steht nicht IS, dort steht La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und dieses Zeichen gibt es länger als den IS. Das ist ein ganz klarer Fall. Und wenn ich dieses Zeichen angehabt hätte, zu einer Zeit davor, könnte man mich anzeigen deswegen. Warum gab es keine Anzeige dafür? Warum ist das nicht durchgegangen? Weil man damit nicht durchkommen kann, weil ich das angehabt habe zu einer Zeit. Und zur damaligen Zeit war es auch so gewesen, die Leute, die das Video gesehen haben, weil das war der Aufruf zur Kundgebung in Berlin. Und das war, wie gesagt, noch 2013, Ende 2013 müsste das gewesen sein. Diese Leute, ja, die haben, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, genau. Darunter hat jeder kommentiert. Kein einziger hat kommentiert, ey, warum trägst du einen IS-Pullover? Alle haben zur damaligen Zeit kommentiert, boah, cooler Shahada-Pullover, wo kann man den herhaben? Das war der Grund. Dann der nächste Gesabbel ist, genau, Desodog. Desodog war kein enger Weggefährte von mir, nie gewesen. Den habe ich in der Moschee getroffen, damals in Berlin. Das müsste Ende 2009, Anfang 2010 waren. Da gab es noch nicht mal einen Krieg in Syrien. Er hat sich mit der Zeit in eine andere Richtung entwickelt. Und er gibt selber zu in seinen Videos aus Syrien, dass er durch Abu Sam al-Gharib sozusagen auf dieses Islamverständnis gekommen ist. Und am Anfang war er nicht beim IS, als er nach Syrien gegangen ist. Das heißt, hätte ich ihn nach Syrien geschickt, weil ich vom IS gewesen wäre, hätte ich ihn ja direkt zum IS geschickt. Aber er ist zu einer anderen Gruppe gegangen und später dann zum IS gewechselt. So. Das heißt, alles, was gibt es da noch? Ja, da gibt es so viele Leute, die ausgewandert sind. Erstmal, ich bin ein überregionaler Prediger. Zu mir in den Unterricht kommen Leute aus allen Facetten. Zu mir kommen Schiiten, Sufis, Atheisten, Christen, alle möglichen Leute. Und wie die sich danach entwickeln, da kann ich nichts dran ändern. Ja? Ich kann nichts daran ändern, wenn dann jemand danach Alkoholiker wird. Es gibt 100% Leute, die zu meinen Vorträgen gekommen sind oder die vielleicht Fans von mir waren oder was weiß ich, in Anführungsstrichen Fans, die nachher Atheisten geworden sind. Man muss mich ja nach dem bemessen, was ich predige und nicht, was nachher aus jemandem geworden ist. Ja, aber das ist die Einstiegsdroge. Die Einstiegsdroge. Die Einstiegsdroge, ja warum? Ja, alle, die da gelandet sind, die waren vorher mal bei Pierre Vogel. Ja? Die waren auch vor meiner Dietim-Moschee, 100%. Warum? Weil es überall eine Dietim-Moschee gibt. Und warum waren die bei Pierre Vogel? Ja, weil seine Videos überall sind und weil er überall Vorträge gemacht hat. Deswegen waren die auch mal da, aber hätten die auf Pierre Vogel gehört, wären die ja nicht dort gelandet, weil Pierre Vogel ja was anderes predigt. Oder sagen wir jetzt, der Fußball ist daran schuld, dass Leute zu Hooligans werden. Also sollte man Fußball verbieten. Oder Fanclubs verbieten, weil alle Leute, die bei den Hooligans gelandet haben, waren vorher immer Fußballfans.
Also verbieten wir nun Fußball. Wegen den Hooligans. Fußball ist die Einstiegsdroge für den Hooliganismus. Deswegen muss man beim Fußball sehr vorsichtig sein, weil Fußball die Einstiegsdroge in den Hooliganismus ist. Auch wenn die Fanclubs gegen die Hooligans reden, auch wenn die Fußballclubs Stadionverbot für die Hooligans geben, so ist der Fußball aber daran schuld. Das ist genau dasselbe Gelaber. Fußball ist schuld am Hooliganismus. Ich rede gegen diese Gruppe, aber da gibt es ja Leute, die da gelandet sind, also bin ich trotzdem schuld. Ja, wir haben da eine Studie. Warum hassen die mich denn dann? Warum hassen diese Freaks mich dann? Das muss mir mal einer erklären. Das ist der Punkt. Aber Alhamdulillah, wie gesagt, was gibt es noch? Was haben sie noch für Argumente? Gibt es noch irgendwas? Bevor wir in Jannah betreten, kommen wir auf eine Kantara. Und bei der Kantara werden die Streitigkeiten zwischen den Menschen ausgehandelt. Und da kann es für einen nochmal in die Hölle reingehen. Ja? Nämlich, wenn die Person ihm nicht vergibt. Das ist der Punkt. Da hast du etwas falsch gehört, das von uns erwartet wird zu verzeihen. Nein, es wird unter den Menschen, die Streitigkeit unter den Menschen, damit wird abgerechnet. Das heißt, wenn einer einem Unschuld getan hat, muss er auf Alcantara, die letzte Brücke, die kommt, muss er sich verantworten. Und wenn der sagt, und dann muss er die Hasanet geben. An dem Tag wird nicht mit Geld gehandelt, sondern mit Hasanet. Und da kann sein, dass du mit 100.000 Hasanet kommst, aber bei Piervogel 100-mal gesagt hast, der ist von mir essen, und dann sagt der Piervogel, gib mir deine Hasanet. Und dann sieht es schlecht aus. So einfach ist das. So. Natürlich kann man Tauber machen. Bis zum letzten Atemzug. Gut, was wollte ich noch sagen? Was haben Sie noch für Argumente gegen mich? Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin wa iyak. Ja, kann sein, Bruder, dass es ein Missverständnis gibt auf der Instagram-Seite gibt es manchmal Missverständnisse. Bruder, du musst dir auch vorstellen, da kommen 20.000 Beleidigungen am jüngsten Tag und da müssen wir manchmal präventiv handeln. Der Prophet hat den Muschrikun nicht vergeben, er hat sie freigelassen. Und der Prophet hat nicht nur den Muschrikun vergeben, es gibt auch Fälle, wo er den Muschrikun den Kopf abschlagen lassen hat. Deswegen, Bruder, das ist das Problem an der ganzen Sache und das ist das, was ich eben gesagt habe. Was habe ich am Anfang gesagt? Vergebung ist nicht angebracht, wenn sie zu Ungerechtigkeit führt. Dass der Prophet die Mushrikun, als er Mekka erobert hat, freigelassen hat, hat zu was geführt? Dass sie den Islam angenommen haben und Leute wie Abu Sufyan, die mächtig und stark waren, den Islam unterstützt haben. Aber Banu Qurayza hat er nicht verziehen. Sondern Banu Qurayza sind enthauptet worden. Das ist das Problem. Wir picken uns immer das raus, was uns gerne gefällt. Und nochmal, die Regel ist, im Allgemeinen ist die Verzeihung besser. Aber nicht, wenn die Verzeihung zu Ungerechtigkeit führt. Schau mal, heute, vor ein paar Tagen, als ich die Instagram-Seite noch offen hatte, hat mich jemand kontaktiert, und hat gesagt, dass eine Schwester diese Botschaften verbreitet hat mit IS und dass er ihr dann gesagt hat, der Piervogel verzeiht dir nicht, wenn du das weitermachst und davon keinen Tauber machst. Dann erst fing sie an nachzudenken und zu sagen, was ist, wenn er doch nicht von denen ist? Und dann hat er ihr die Videos geschickt, dann hat Bruder, mach keine Werbung für den hier. Ich will diesen Namen hier nicht hören. Was soll ich für eine Meinung haben von jemandem,
der den Propheten beleidigt. So. So. Versteht ihr das? So, und dann erst hat er die Videos geschickt, dann hat sie sich zur Sicherheit angeguckt und dann um Vergebung gebeten und die Sache unterlassen. Stell dir mal vor, du würdest hören, Allah vergibt dir sowieso alles und du wirst dafür gar nicht bestraft. Stell dir mal vor. Warum gibt es die Strafe von Allah überhaupt? Aus Spaß? Aus Gerechtigkeit. So. Und wenn die Vergebung dazu führt, dass sich Ungerechtigkeit weiter verbreitet und die Bekämpfung der Dawa weiter verbreitet wird, dann ist es angesagt, den Leuten zu sagen, guck mal, wenn du das weitermachst, sehen wir unseren jüngsten Tag. Das ist das Logischste. Natürlich kann man belohnt werden. Aber nicht, wenn man damit Ungerechtigkeit verbreitet. Für Barmherzigkeit im Allgemeinen kann man, und ich bin barmherzig, wenn mich jemand um Vergebung bittet, sage ich, ich habe das und das gesagt, sage ich, okay, alles klar, versuch bitte die Sachen so gut wie möglich zurückzunehmen. Nein, Bruder, was der Bruder aus Australien gesagt hat, ist nicht richtig. Es ist in diesem Fall nicht richtig. Man muss er will vielleicht auf einen bestimmten Punkt aufmerksam machen. Verzeihung ist nicht angesagt, wenn sie dazu beiträgt, dass die Leute Ungerechtigkeit weiter verbreiten. Ansonsten wäre doch jeder, guck mal, beispielsweise beim Mord. Beim Mord ist es möglich, dass die Familie dafür sorgt, dass der Mörder des Angehörigen die Todesstrafe bekommt. Oder ein Blutgeld bezahlt. Oder sie verzeihen ihm. So. Stell dir mal vor, kein einziger Gelehrter hat gesagt, wenn sie nicht verzeihen, sind sie sündig oder falsch. Guck mal, was uns hier beigebracht wird. Versteht ihr? Man darf uns auch nicht die Schneidezähne rausziehen. Ja, der Typ wird auch am jüngsten Tag sehen, was passiert. Die Leute denken alle, sie könnten labern, was sie wollen. Die Engel sind am Schreiben. Die Engel sind am Schreiben. Die denken alle, sie könnten in Instagram und TikTok erzählen, was sie wollen. Am jüngsten Tag sieht man sich, wenn man das Maul zu weit aufreißt. Ist es ein schlechtes oder gutes Zeichen, wenn man gottesdienliche Taten macht, aber es sich nicht anfühlt, dass man ein guter Muslim ist? Im Allgemeinen ist es immer gut, wenn man sich selber kritisch sieht und nicht hochmütig wird, sondern denkt, boah, was die Ibadah angeht, da muss ich mehr an mir arbeiten. Aber es darf nicht dazu führen, wie bei manchen Leuten, dass sie sagen, boah, ich bin sowieso ein schlechter Muslim und die hören auf und brechen ein. Okay, das wollte ich nur gesagt haben, liebe Geschwister. Macht's gut, viel Spaß. Ja, Bruder, aber wir müssen standhaft bleiben. Wir hören uns inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.